Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Yu-Gi-Oh! Kapselmonster Kolosseum. Ich habe eine Menge Offscreen erledigt, ich habe alle beide Bereiche komplett abgeschlossen. Und hier den dritten Bereich habe ich jetzt auch abgeschlossen, in Anführungszeichen. Odion ist unser nächster Gegner und zwar werden wir hier Haniwa weiterentwickeln. Und ich kann es kaum abwarten. Endlich ist es soweit. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch an. Und vor allem ist mir aufgefallen, wie einfach das hätte alles einfach sein können. Ich kämpfe hier jetzt, also spiele schon die ganze Zeit hier mit Monster, mit denen ich vorher nicht gespielt hatte. Und ich dachte mir, echt jetzt? Ist das dein Ernst? Aber ich habe mich ja auf die Monster konzentriert, die sich fusionieren lassen und sich weiterentwickeln. Und da war das Ganze halt in dem einen oder anderen Abschnitt halt eben nicht so einfach. So, ich habe es auch tatsächlich mal geschafft, Kämpfe abzuschließen, ohne Monster zu verlieren. Das war wirklich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. So, hier packe ich auch Monster mit dabei, also Haniwa auf jeden Fall. Dann nehme ich noch unseren Kuribo mit. So, wen könnten wir denn noch mitnehmen, den wir noch nicht gesehen haben? Achso, ich spiele auch hier übrigens mit den anderen Monstern, spiele ich bis Level 5 und dann tausche ich die auch wieder aus. Magier des Glaubens nehme ich noch mit. Die schreckliche Terra nehme ich noch mit. Wen könnten wir noch mitnehmen? Achso, den wollte ich noch mitnehmen, den wollte ich euch noch zeigen. Den hatten wir ja in der letzten Folge noch zusätzlich bekommen am Schluss. Und genau, den Drachenritter gilt hier. So, wen könnten wir noch mitnehmen? Ja, warum nicht? Okay, noch 20 Monsterpunkte, aber ich glaube, da habe ich überhaupt gar kein Monster mit so wenig Monsterpunkten. Nö. Gut, in Ordnung. Dann legen wir los. So, mein Symbol packe ich auch gerade hier vorne hin. So, und dann wähle ich die zufällige Platzierung. Das geht auch alles ein bisschen schneller. Ich hoffe, ich habe eigentlich alles berücksichtigt. Denn vielleicht schaffe ich es ja auch hier, kein Monster zu verlieren. Das hatte ich ja in einem Let's Play vorher noch nicht. So, dann fangen wir auch direkt mit dem ersten an. Haniwa, komm aus deiner Kapsel. So, nebendran, wer ist das? Ah, mein Kuribo. So, hinten dran ist die schreckliche Terra. Ist es überhaupt eine Die oder ist es ein Er? Schrecklicher Terra. Okay, ein Er. Ist ja offensichtlich. Ja, ich habe das halt einfach zu spät gesehen. Ist ja auch eigentlich egal, welches Geschlecht er hat. Hauptsache, er ist stark, ne? Und das ist er. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, genauso wie dieser Kürbis da, Pumpkin. Also, den hatte ich ganz schnell auf Level 5. Also, mit dem hat es mir richtig Spaß gemacht zu spielen. Der hat nämlich einfach alles niedergeschmettert, was dem in den Weg kam. War ganz cool. Es ging auch alles ziemlich flott. Die letzten zwei Tage, bis ich jetzt hier hergelangt bin. So, bevor ich jetzt aber erst Haniwa entwickle, möchte ich erstmal noch mit den anderen spielen. Da möchte ich euch noch zeigen, wie die aussehen. Also die Kampfanimation möchte ich euch zeigen. Bei ihm hier zum Beispiel. Also der bewegt sich ja mega und greift echt klasse an. Also das gefällt mir bei dem sehr gut. So, Kuribo. Ja, geht ruhig alle nach links. Ich musste jetzt gerade überlegen, ist das jetzt rechts gewesen oder links? Ja, also, ne? Verpeilt bin ich ja ab und zu. Das wissen die Leute, die meinen Kanal schon länger verfolgen. Ich meine, ich verlaufe mich ja auch auf einer geraden Strecke. Kommt auch vor.
So, und ich weiß auch gar nicht, welche Monster ich mir nehmen soll nach diesem Kampf. Das ist immer dasselbe Struggle irgendwie. Ich glaube, denn mir fehlen da auch nicht allzu viele. Und das wollte ich euch auch noch erzählen. Ich habe auch im Internet nachgelesen, wie ich an verschiedene Karten rankomme. Und Leute, wisst ihr was? Ich konnte im Internet überhaupt nichts finden. Gar nichts. Ich konnte nichts finden. Da dachte ich, super, toll. Wie bekomme ich das jetzt hin in meinem Let's Play? Bei dem einen habe ich gelesen, wenn man 50 Attribute von Wasser hat, also 50 Monster, dann kann man da einen gewissen Monster im Shop kaufen. Erst dann steht er zur Verfügung. Und ich glaube, dieses Monster habe ich aber bereits. Das würde auch erklären, warum mir die Wasserschlange erst zu spät aufgefallen ist. Weil die ist mir vorher nie aufgefallen. So, und laut meiner Liste fehlen mir noch 9, 11, 14 Monster. Und ich weiß von den 14 nur, wie ich an 2 rankomme. Und bei den restlichen 12, ich habe keine Ahnung. Also ich werde da mal offscreen da ein bisschen rumdingeln und... Also ich werde auf jeden Fall dieses Let's Play nicht beenden, bevor ich diese 100% erreicht habe. Dafür bin ich... Moment. Multitasking und so. Dafür bin ich halt einfach jemand, der alles komplizieren will. Oh, super. So. Kann ich mit dir jetzt angreifen? Ah, schade. Hier hätte ich ein Monster erwischt. Hier leider nicht. Denn ich möchte euch die Kampfanimation anzeigen. Die ist echt mega. Du kommst dann mal bitte hier rüber. So, Magier. Ja, super. Dann kann ich euch den hier zeigen. Und er vernichtet ihn sogar. Der Drachenritter. Kampfanimation ein. Also vom Optischen her gefällt er mir sehr gut. Von dem Angriff, ja, wir haben schon tollere Angriffe gesehen. Und er erreicht auch die Stufe 2. Finde ich sehr nett. Also optisch gefällt er mir echt mega. Gefällt er mir sehr gut. So, Magier des Glaubens. Dich kann ich doch auch noch ein Stück nach vorne bewegen. Und das war's dann auch. Tja, Odion, sieht schlecht aus, ne? Jetzt drehen wir mal den Spieß rum, jetzt bin ich mal besser als du. So. Dann hoffe ich doch jetzt, dass hier mein anderer Liebling angreifen kann. Und er kann es. So, die Kampfanimation habe ich ja noch an. Tatsächlich, jawohl. Dann darfst du auch gerne angreifen. Endlich wie ein Sensemann, nur ohne Umhang. Ja, nämlich auch dieses Monster hat mir sehr gut gefallen. So, Kuribo, du darfst ihn dann vernichten. Oh nein, jetzt habe ich die Kampfanimation angelassen. Ja. Aber hey, ist doch schön, wir sehen Kuribo in Action.
Yay! Das war doch toll. Oh, ist das schön, wenn man über sich selbst lachen kann. So, dann mein Drachenritter. Ah, du kommst mal bitte mehr nach rechts. Dasselbe gilt auch für den schrecklichen Terror. Ah, obwohl. Ja, obwohl, du kannst eigentlich nach vorne gehen. So. Magier des Glaubens. Und das wird's wohl gewesen sein. Ja, was los, Odion? Och, dein Ernst. Ich komme auch da hinten hin. Das ist absolut kein Problem. Du greifst meine schreckliche Terra an. Sehr mutig. Muss ich ja wirklich sagen. Ah, super. Hier ist die Kampfanimation noch an. Das war jetzt nicht gewollt, aber ich wollte gerne mal die schreckliche Terra so sehen. Schrecklicher Terra, Entschuldigung. Hatte ich mir jetzt auch größer vorgestellt. Aber gut. So, mein schwarzer Magier, passt du doch gut auf unseren Symbol auf. So, du darfst ihn angreifen und die Kampfanimation stellen wir aus. So, und wer vernichtet ihn jetzt? Ich würde sagen Kuribo. Obwohl, du kannst ja ihn vorne angreifen. Stopp, Entschuldigung. Ja, bewegen bitte. Oh. Ja, ist auch nicht schlecht. Dann greifst du eben Statue der Osterinsel an. Kampfanimation ist aus. Wunderbar. Gut, dann darf Magier des Glaubens. Bitte sag mir, dass du ihn vernichten kannst. Ja, und du kannst es. Sehr gut. Vielleicht erreicht sie jetzt auch die Stufe, ich glaube, 4? 3 oder 4? Aber ich meine 4. Sie ist auf Level 3, aber hätte eventuell die Stufe 4 erreichen können. So, jetzt ist es soweit. Haniwa, endlich. Du darfst dich weiterentwickeln. Felsengeist. Es ist Zeit für eine Evolution. Zeig deine wahre Stärke. Sehr gut, ja, bin ich mal gespannt. Auch hier bei ihm werde ich die Kampfanimation einschalten. So, du darfst nach vorne. Ah, okay, mein Symbol, ja, das brauche ich nicht zu bewegen. Ach, Odion. Du wirst vermutlich mit deinem Skellengel meinen Kuribo angreifen. Autsch, 184, doch so viel. Och nö. Ich war wahrscheinlich auch zu übermütig. Ich dachte ja wirklich, ich würde es schaffen, kein Monster zu verlieren, aber das sieht schlecht aus. Es tut mir leid, Kuribo. Dafür werde ich euch aber versprechen, dass ich kein zweites Monster verlieren werde. Denn dafür sind mir die Erfahrungspunkte zu heilig.
So, wie heißt er jetzt? Felsengeist. Okay. Ja gut, aber die Angriffsfläche finde ich jetzt auch nicht so prickelnd. Dann stell dich doch bitte hier rüber. So. Du darfst angreifen. Und ihn auch vernichten. One-Hit. Sehr gut. Bin ich voll mit einverstanden. Yay. So, auf welchem Level ist er denn? Ah, auf Level 2. Genauso wie er hier. So, Magier des Glaubens, du darfst auch gerne nach vorne. Genau. Ja, das bringt dich ja auch so weiter. Ah, es tut mir leid, Odion, aber du wirst noch ein Monster verlieren. Ich meine, was ja nicht schlimm ist. Also, ha. So, dann darfst du einen Schritt nach vorne und darfst ihn zerstören. Statue der Osterinsel, mach's gut. So, kannst du Skellengel angreifen? Jawohl. Dann darfst du das auch gerne tun. Mit 168. Nice. So, Magier des Glaubens. Dann darfst du Skellengel vernichten. Jawohl. Cool. Zwei Monster verloren. Schade. So, schrecklicher Terror. Komm doch mit dazu. Okay, und dann ist mein Zug beendet. Mein schwarzer Magier, der hält immer noch Wache. So, Statue der Osterinsel. Komm, du warst doch vorher immer so stark. Was ist los? Oh. Nö, jetzt habe ich ein zweites Monster verloren. Hey, ich habe meinen Zuschauern versprochen, dass ich kein weiteres Monster verlieren werde. Ach Mann. Jetzt habe ich doch glatt meine Zuschauer belogen. Okay, Magier des Glaubens. Ja, ich weiß. Aber ich wollte eigentlich noch seine Kampfanimation sehen. Ach, dich muss ich gar nicht bewegen. Mit dir kann ich direkt angreifen. Mit 119. Gut, Magier des Glaubens, du darfst ihn aber nicht vernichten. Das wäre nicht so toll. 113, okay. So, schrecklicher Terror. Genau. Ich möchte ja mit dem neuen Haniwa noch ein bisschen Vergnügen haben. Ich weiß seinen Namen jetzt schon nicht mehr. Irgendwas mit Geist. Super, und er kann auch angreifen. Na, dann auf geht's. So, wie war dein Name nochmal? Felsengeist, ja. Ist gar nicht so schwer. Okay, bestätigen. Und die Kampfanimation bitte an. Das wird dir den Rest geben. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Okay, die Kampfanimation finde ich nicht schlecht, aber ich war jetzt ein bisschen erschrocken von dem Felsengeist, wie der optisch aussieht. Ich habe mir den
nicht so klein vorgestellt. Immerhin 46 Erfahrungspunkte. Yay. Und 42 Bonuserfahrungen. Wunderbar. Schrecklicher Terror. Steigt auf Level 3. So. Wen nehme ich mir denn? Ja, von denen habe ich alle schon. Ach Gott, von dem habe ich auch alle. Ja, super, dann kann ich mir gar kein Monster aussuchen. Auch gut. So. Und der dritte Bereich ist abgeschlossen. Dann werde ich euch im nächsten Kampf hinzufügen, wenn wir unsere nächste und letzte Fusion sehen. Bis gleich. So, und hier bin ich wieder. Ich war noch im Shop gewesen, aber da gab es noch keine neuen Monster. Also habe ich mir dann diese Monster gekauft, die wir bereits schon haben. Und ich habe mir überlegt, ich werde meine letzte Fusion in diesem Abschnitt durchführen. Ich dachte, noch einmal gegen Kaiba, warum nicht? Und seine Monster kenne ich ja auch mittlerweile ziemlich gut. Denke ich zumindest. So, und dann hätten wir auch die letzte Fusion. So, dann habe ich eigentlich ja von den Entwicklungen und Fusionen alles gezeigt. Aber ich möchte auf jeden Fall die 100% in meinem Let's Play erreichen. Und da ich nicht weiß, wie das funktioniert, wie ich alle Karten bekomme, beziehungsweise alle Monster, muss ich mir hier dringend was einfallen lassen. Also es könnte sein, dass ich einen Tag keinen Part hochladen kann, denn ich glaube nicht, dass ihr einfach mir zuschauen wollt, wie ich kämpfe und da überhaupt gar nichts passiert. Denn das würde vermutlich vorkommen. So, Zerstörer Golem, du kommst mit und Statue der Osterinsel, denn ihr seid die Fusion. Ihr seid die Fusion, die ich zeigen möchte. Und ich hätte aber gerne noch ein Monster mit dem Attribut Donner. Ah ja, mein Donnerdrache, genau. Kennen wir ja auch. Habe ich sonst keinen Donner dabei? Ah doch, Cybersaurier. Ja, super. Okay, dann nehme ich stattdessen den Donnerdrachen raus. Und nehme mir dann noch drei Monster mit, die nicht so viele Monsterpunkte benötigen. Die klingende Jungfrau nehme ich mal noch mit. Und dich nehme ich noch mit. Gut, 113 habe ich noch. Dann nehme ich dich mit. In Ordnung. So. Mein Symbol hätte ich gerne hier unten platziert und wähle die zufällige Platzierung. Och nö, das wollte ich eigentlich vermeiden. Ich wollte nicht, dass ein Monster von mir da hinten hinkommt. Och man. Aber gut, ist nicht zu ändern. Da hilft auch das ganze Gejammer nicht. So, dann beschwöre ich dich mal als erstes. So, hier wird mein Cybersaurier drin sein. Unten drunter Stahlskorpion. So, 101 Aktionspunkte habe ich noch. Wer möchte raus? Wer möchte befreit werden? Ja. Das Monster, das ich nicht aussprechen kann. Komm, Beeilung, Setter. Ach, Setter. Setto. Setter. Genau, das wäre auch ein guter Name für ihn gewesen. Komm, Setto Kaiba. Bewegung. Sonst hättest du mich immer, wenn ich dir nicht schnell genug bin. So. Dann haben wir hier unseren Zerstörer Golem. Ah, und nebendran Statue der Osterinsel. Hier vorne. Magier des Glaubens, stimmt. Ich hatte ja tatsächlich noch ein Lichtattribut mit eingepackt. Und die klingende Jungfrau.
Okay. Cybersaurier. Geh doch schon mal rüber. Zusammen mit Stahlskorpion. So, wer möchte noch? Er hier. Oh, schade, und das war's schon. Ach nö. Ich möchte noch ein bisschen. Mit meinen Monstern rumspazieren. Ah, hier habe ich. Ich habe aber auch alle Monster von ihm. Ich werde einfach mal nach dem Kampf noch mal kurz ohne euch in den Shop gehen. Vielleicht gibt es bis dahin ja neue Monster. Ich glaube es ja fast nicht, aber irgendwoher müssen ja die Monster kommen. Also ich werde auf jeden Fall euch noch in den letzten Kampf gegen Seto Kaiba hinzufügen. Das werden wir in der nächsten Folge sehen. Denn vielleicht bekommen wir da drei neue Karten. Ups, die wir noch nicht haben. Gut, hier werde ich jetzt mal die Fusion starten. Zerstörer-Golem. Jahrtausend-Golem. Okay. Dieses Monster hatte ich noch nie. Gut, ich werde die Fusion starten. Auf diesen Moment habe ich gewartet. Alles, was ich brauche, ist auf meinem Feld versammelt. Ich fusioniere meine zwei Monster. Wow. Nicht schlecht. Wow. Cool. Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ey, der gefällt mir richtig gut. Okay, das war's dann. Das war's. Unser Zug ist vorbei. Ich bin gerade voll aufgeregt, weil der mir echt gut gefällt. Komm, Kaiba, bring deine Monster nach vorne, damit ich nicht so weit laufen muss. Er ist fertig, Gott sei Dank. So. Dann komm mal her, Jahrtausend-Golem. Okay. Also bei ihm werde ich auf jeden Fall die Kampfanimation anlassen. So, Stahlskorpion. Ja, genau, geh du mal in die Mitte. Dasselbe gilt für dich. So, wer ist hier oben? Ah ja. Dann komm du auch in die Mitte. Alles in die Mitte, alles was da ist in die Mitte. Klinge die Jungfrau. Ja, du bewegst dich aber auch ein bisschen seltsam. Und Magier des Glaubens. Cool, dann konnte ich ja jetzt alle Monster bewegen. Finde ich gut. Das gefällt mir immer am besten. Und dass ich nicht immer ein Monster zurücklassen muss, so wie das eben in dem Abschnitt war, als wir gegen Odion gekämpft haben. Da musste ich ja meinen schwarzen Magier zurücklassen. Also was heißt zurücklassen? Zurücklassen hört sich wirklich schlimm an. Er hat lediglich auf das Symbol aufgepasst. So würde ich es einfach mal nennen. So. Ich kann es kaum abwarten, dich angreifen zu sehen. So, Stahlskorpion. Schade. Ja, dann gehst du bitte nur einen Schritt nach vorne. Du gehst bitte ein Stück nach rechts. Und du gehst auch ein Stück nach rechts. Und du gehst nach vorne zu Stahlskorpion. Jawohl, ich glaube, das ist gut. So, und die klingende Jungfrau. Ja. Ja, dann stell ich einfach dahin. Geht schon in Ordnung. Und Magie des Glaubens kommt auch langsam, aber sicher hinterher. Oh, Skellengel.
Du musst ja verzweifelt sein. Ah, die Kampfanimation ist noch an. Aus dem letzten Kampf. Ah, ist nicht so schlimm. Warum heißt der Skellengel? Würde ich auch mal gern wissen. Herzpfeile. Hätte da vielleicht nicht Armor besser gepasst? Aber gut. Dann halt eben nicht. Dann hat er uns mit Liebe angegriffen. Dann wird mal mein Stahlskorpion diese Liebe erwidern. Und greift mit 97 an. Ah, die Kampfanimation ist an. Sorry, Leute. Ich werde sie gleich direkt ausstellen. Und das war jetzt der tolle Angriff von dem Stahlskorpion. Die habe ich mir aber auch schöner vorgestellt. Naja. Nicht schlimm. Cybersaurier hat alles im Griff. Du darfst ihn vernichten. Ja, sehr gut. Und die Kampfanimation stellen wir aus. Skellengel, du darfst dich verabschieden. Mit Liebe. Versteht sich. So, dann darfst du Stahlskorpion überspringen. Klingende Jungfrau. Du musst ein bisschen aufpassen. Hier hinten wütet ein Feuermonster. Ich warne dich vor. So. Königstar Wang Hu. Auch ein komischer Name. Denen sind wohl, glaube ich, auch die Namen ausgegangen. Ja, stell dich einfach hier rüber. So, Magier des Glaubens. Du musst dich ein bisschen beeilen. Och nö. Okay. Komm ruhig mit deinem Drachen nach vorne. Den möchte ich eventuell haben. Holen. Ja, holen trifft's auch. Haben, holen. So. Och nö. Okay, das bekomme ich hin. Das bekomme ich hin. Du gehst bitte mal hier rüber. Genau. So. Dann hier mein Jahrtausend-Golem. Greif Skellengel an. Mit 128. In Ordnung. Und die Kampfanimation schalte ich wieder ein. Und werde sie danach hoffentlich auch wieder ausstellen. Jetzt bin ich gespannt. Wie mega ist das denn bitte? Cool, ich glaube, ich habe ein neues Lieblingsmonster. Hi. Okay, kein Problem. Es wird schon zu seinem Fall kommen. Und zwar kümmert sich die klingende Jungfrau darum. Ja, und auf Wiedersehen. Oh nein, ich habe die Kampfanimation angelassen. Mal wieder. Oh, die hat aber ein schönes Kleid an. Oh, die hat es ja voll in sich. Dass die hier alle mit einer Sense unterwegs sind. Huh. Okay. So, dann haben wir unseren Cybersaurier. Ah, schade. Ja gut, dann kommst du eben nur ein Stück nach vorne. Er hier. Ja. Und Stahlskorpion. Moment, mit dir kann ich doch bestimmt noch jemanden angreifen. Schade.
Magier des Glaubens, du hängst noch ein bisschen zurück. Wollte ich dir mal noch so nebenbei gesagt haben. So, ich darf nicht vergessen, ich muss die Kampfanimation ausstellen. Ja. Aber bitte vernichte niemanden. Okay. So, Kampfanimation aus. Ha, ich hab dran gedacht. Ihr dürft stolz auf mich sein, Leute. So, okay, schick deinen nächsten Monster nach vorne. Warum kommt er denn mit seinem Ultraschall, oh, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, er heißt Ultraschallauge oder sowas. Megaschallauge, so rum, Ultraschall. Ja, warum nicht? Hätte auch gut gepasst. So, die klingende Jungfrau, die darf dann hier den Kampfochsen angreifen. Sehr gut gemacht. Gut, als nächstes darf mein Cybersaurier nach vorne. Ups, nein! Ich wollte ihn doch angreifen. Was habe ich getan? Ach nö. Wie blöd kann man nur sein? Aber okay, ist jetzt nicht anders. Och Mann. Okay. Aber ich denke nicht, dass mein Stahlskorpion in der Lage sein wird, ihn zu vernichten. Ich werde ihn trotzdem angreifen. Och Mann. Mein Zaubersaurier hätte ihn bestimmt vernichten können. Magier des Glaubens. Yay, du bist jetzt immerhin schon näher. Du bist... Ach ja, stimmt. Genau. Aber... Ja. Sieht ein bisschen schlecht aus. Dann stell dich doch einfach mal, gute Frage, hier rüber. So, habe ich alle bewegt? Okay. Dann machen wir das so. Och nein, hoffentlich verliere ich jetzt kein Monster deswegen. Dann wäre ich wirklich traurig. Okay, der Drache ist am Start. Dein Ernst? Oh. Clever. Nein! Oh nein! Und ich hätte ihn eben vernichten können. Ich war ja mit meinem Fingerspitzengefühl zu schnell. Ah, oh, wie blöd. Gut, war mein Fehler. Ich bin selber schuld. So, Stahlskorpion. Dann darfst du den Drachen angreifen. Mit 94. Immerhin. So, die klingende Jungfrau. Du darfst dann ihn hier oben angreifen. Und kannst ihn leider nicht vernichten. Schade. Okay, wie sieht's mit dir aus? Was kannst du denn so Tolles? Super. Ja, dann komm einfach nochmal ein Stück zurück. Du darfst dann auch ein Stück... Nee, das wäre blöd. Du kommst auch mal vorerst zurück. Magier des Glaubens, du kommst bitte nach vorne. Du bist ja endlich da. So, wie sieht's mit dir aus? Ja, auch nicht gerade so prickelnd. So, und das war's dann auch. So, ich kann jetzt nur hoffen, dass ich kein weiteres Monster verlieren werde. Oh, er geht zurück. Wie nett. So. Stahlskorpion,
Ab nach vorne. Och nö. Okay, dann kommst du eben hier hin und zerstörst ihn. Super, dann bekommst du auch ein Level Up. Durch diesen tollen Angriff. Genau, 48 erworbene Erfahrungspunkte. Sehr gut. Startskorpion auf Level 2. So, die klingende Jungfrau. Ja, du stehst hier echt ungünstig. Gut, dann stell dich mal hier oben hin. So. Ja, 1000 Golem. Ah, ja, warum nicht? Keine Ahnung, ob das clever ist oder nicht, aber tu es einfach. Und du darfst dich dann gerne noch ein Stück nach vorne begeben. Magier des Glaubens. Hat ihren Zielort erreicht. So, und du gehst bitte auch ein Stück nach links. So, und mein Symbol kommt mit. Denn da oben der möchte auf mein Symbol hinzu. Wenn ich mich nicht irre. Megaschallauge, ja, das war mir klar. Oh, das allerdings war mir nicht so bewusst. Auch das habe ich befürchtet. 152? Ich darf meinen tollen Stahlskorpion nicht vergessen. Sehr gut, jetzt hat er auch wahrscheinlich die Möglichkeit, den Drachen jetzt anzugreifen. Ich weiß nicht, ob er die vorher auch schon hatte, weil jetzt verschwinden ja hier sämtliche Gebäude. So, du darfst dich jetzt rächen mit 87. Dann sind wir bei 94. Okay, aber mein Stahlskorpion hat ja jetzt eine höhere Levelstufe erreicht. Vielleicht kann er dich ja jetzt platt machen. Es sind immer noch 71. Schade. Okay, ich werde mal mit dem Stahlskorpion vorerst noch nichts tun. Wie sieht's mit dir aus? Worauf wartest du noch, Yugi? Greif mich an! Ja, werde ich. Mach dir darüber mal keine Gedanken. Sehr gut. Die klingende Jungfrau hat's dir gezeigt und jetzt wird mein Stahlskorpion dich zerstören. Kaiba, du hast ja eben gefragt, was ich machen werde. Und das werde ich tun. Dein Drache ist eliminiert. Okay, dann habe ich ihn ja noch. Wie greifst du an? Ach, du kannst nur ein Feld angreifen. Wie sieht's bei dir aus? Über Kreuz. Okay. Was ist los? Ja, hallo, ich bin noch am Überlegen. Ich lasse ihn mal vorerst hier stehen. Wie sieht's mit dir aus? Ja, mit dir komme ich nicht weit. Das ist gut. Dann springst du bitte vor sie. Wunderbar. Und du darfst dich hinten dran stellen. So, und mein Symbol. Alles klar. Komm, Kalber. Ich weiß, dass du zwei meiner Monster zerstören wirst. Was ja nicht schlimm ist. Oh, die klingende Jungfrau. Ich wusste es und es tut mir leid. Ja, und das wusste ich auch. Aber das ist ja alles gar nicht schlimm.
Super, denn er hat nur noch 3 Monster. Und wir werden jetzt das nächste Monster los. So, Magier des Glaubens. Du darfst einmal angreifen. Mit 98, doch so viel. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Okay, ich bin beruhigt. Stahlskorpion. Mit dir bleibe ich mal vorerst stehen. Ich muss wissen, wie er sich jetzt wohin bewegen möchte. Das dachte ich mir schon. Okay. Dann Stahlskorpion. Du gehst bitte nach rechts und greifst sie an. Mit 85. Okay. Ich habe mehr erwartet, um ehrlich zu sein. Aber das ist alles gar nicht so schlimm. Denn hier, mein toller Jahrtausend-Golem, darf Megaschallauge vernichten. Und tschüss. So, dann darf hier Mr. Dino noch ein Stück nach vorne. Und mein Symbol kommt gerade auch noch ein Stück mit. Na komm, Kaiba. Oh, noch gerade so Glück gehabt. Aber das war auch der letzte Angriff, den sie durchgeführt hat. Cool, das freut mich, dass er auch endlich den Weg zu uns gefunden hat. Super, dann kann ich jetzt mein Symbol in Ruhe hier stehen lassen. So, die Perspektive ändern. Stahlskorpion. Du darfst noch einmal so schön angreifen. Mit 73. Ich habe eben gesagt, das hier wird ihr letzter Angriff. Ich hoffe, es bleibt dabei. Oh, sieht ein bisschen schlecht aus. Okay. Gut. Dann war es vielleicht doch nicht ihr letzter Angriff. So, dann springst du bitte hier hin und greifst ihn an. Mit 139. So, kannst du jetzt noch ein Stück nach... Ja, kannst du. Sehr gut. Und bitte sag mir, dass du ihn erledigen kannst. Sehr gut. Mystischer Reiter, auf Wiedersehen. So, und jetzt wird sich vermutlich mein Stahlskorpion verabschieden müssen. Was sehr schade wäre. Aber immerhin, er hat ja schon Stufe 2 erreicht. Also... das gar nicht so schlimm. Ich sag das einfach nur, um mich besser zu fühlen. Ganz klar. Okay, ich bin wieder dran. Also manchmal denke ich, dass sie das mit... Ich werde dein Comeback vereiteln. Der Kamera absichtlich machen. So, Magier des Glaubens. Stopp, nee. Blöde Idee. Ich gucke erstmal, wie es hier aussieht. Ja, spring mal eins rüber. Magier des Glaubens, so nah wie du kannst. Und darfst angreifen mit 29, immerhin. Sie befindet sich nicht mehr in der 100er-Zahl. So, und du? Was kleine Schritte ist in Ordnung. So, aber ich hoffe jetzt, dass ich nicht noch meinen Magier des Glaubens verlieren werde. Also vorstellen könnte ich es mir nicht.
Ich weiß auch gar nicht, wie viele PowerPoints sie noch hat. Oh, doch, 95 Schadenspunkte. Finde ich nicht so nett. Aber ich hoffe ja jetzt, dass ich Kaiba jetzt vernichten kann. So. Sehr gut. So, ja, 1000 Golem. Angriff. Mit 92, 3 hat sie noch übrig. Ist ja fast ärgerlich, aber ich komme ja noch zu einem Zug. Und zwar mein Magier des Glaubens. Yep. Und auf Wiedersehen. Gurgamole oder wie auch immer die heißt. Und tschüss. Jawohl, und ein Level-Up für meine Magier des Glaubens auf Stufe 4. So, ich bräuchte jetzt bitte eine Menge Monsterpunkte. 485, okay, dann bin ich nochmal bei 600. Ich habe nämlich eben im Shop einiges ausgegeben für an die Monster, die ich bereits schon habe. Cool, ja, 1000 Golem auch schon auf Stufe 2. Und hier mein Dino auch. Super. Gut, 3 Monster darf ich aussuchen. Dann kommst du kommst mit und der mystische Reiter kommt dann mit. So, da wir ja jetzt alle Monster fusioniert und entwickelt haben, vielleicht gibt es dafür jetzt eine besondere Monsterkarte. Okay, wir haben und genau 500 Karten haben wir. Aber der Großvater hat nicht gesprochen und gesagt, dass er neue Karten mit dabei hat. Und Monsterkaufliste sind 86 zur Verfügung. Also kann ich hier keine kaufen. Denn alle, die hier drauf sind, die habe ich bereits schon. Ich gehe trotzdem mal grob durch. Den kann ich ja jetzt mitnehmen. Der hat mir gefehlt durch die Fusion. Du kannst nicht mehr wählen. Ja. Also ich habe dann auch alle. Okay. Dann werde ich halt eben nur diese kaufen. Was möchtest du gerne tun? Okay, ich gehe mal nochmal raus. Und dann zeige ich euch die Monstersammlung. So, Licht ist klar, haben wir alle. Gut, Finsternis. Mir fehlt hier der Kopf von Exodia und ich komme an den nicht mehr ran. Den hatte ich damals im Shop gekauft. Und seitdem bekomme ich den im Shop nicht mehr angezeigt. Ich habe mir da aber was anderes überlegt. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich offscreen natürlich, werde ich mir einen zweiten, wie nenne ich das, einen zweiten Spielstand erstellen und mir da einfach diese Karte dann hier rüber tauschen. Ja, dass ich dann quasi im Zwei-Player-Modus mir die andere dann rüber auf diesen Spielstand schicke, dass ich dann wenigstens diese Karte noch habe. Ansonsten wüsste ich nicht, wie ich sonst an diese Karte rankommen sollte. Und wer mir hier fehlt, habe ich auch absolut gar keine Ahnung. Feuer haben wir komplettiert. Genauso wie bei Wasser. Hier fehlen mir auch noch 2 Wassermonster. Ich habe keine Ahnung, was das ist. An Erde fehlen uns nur noch 3. Hier haben wir ja den Felsengeist. Und hier ja 1000 Golem. Aber uns fehlen trotzdem noch 3 Monster. Wind ist komplettiert. Wald fehlen uns auch noch 2. Hier ist ja Trend. Voll im Trend. Und, ja. Donner fehlen uns auch noch 3. Keine Ahnung, wer uns hier fehlt. Und Licht haben wir komplettiert. Ich habe keine Ahnung, Leute. Auf jeden Fall sehen wir uns dann in der nächsten Folge, wenn wir nochmal gegen Seto Gaiba kämpfen auf dem Luftschiff, Luftschloss. Ich weiß schon nicht mehr, wie der Ort hieß. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir nach dem Kampf 3 neue Karten erhalten werden. Auf jeden Fall bedanke ich mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Tschüss.